Vorgestellt, Airport CEO, und zwar Runde Nummer 13. Wir haben hier ein Tutorial Nummer 3, wir haben das letzte geschafft. Praktisch jetzt müssen wir Passagiere im Gepäck nicht mehr selber tragen, allerdings könnte immer noch sein, dass verdächtige Gegenstände... Okay, was ist das jetzt hier für eine tolle Geschichte mit diesen ganzen Anzeigen? Die braucht jetzt kein Mensch. Geht das hier aus? Jetzt geht's aus, oder? Pantische Packgepäckscanner muss da hin oder was? Okay, dann heißt, wir müssen das umbauen, damit nichts passiert. Lautlos, weiter. Bau eine sicheren Gepäckbandsystem, schalte die Technologie für den normalen Gepäckscanner frei. Technologie freischalten. Wirtschaft. Für den normalen Gepäckscanner, also das hier. Und der kostet schon richtig viel Geld, oder? Fünfstellig, also müssen wir da gucken, dass wir erstmal Geld bekommen. Okay. Auftragen abgeschlossen. Achso, ich habe den Dingens angeklickt. Also wir können mal schneller machen. Damit wir dann vielleicht auch mal Geld kriegen. Momentan sind aber total die roten Zahlen hier. Hat das jetzt hier alles so viel gekostet, weil wir hier Dingens haben, betoniert haben, beziehungsweise asphaltiert? Neue Nachrichten. Treppenfahrzeug. Wir müssen jetzt so viel Unterhalt für die Fahrzeuge auch bezahlen und so. Kann das sein? Haben wir überhaupt genug Stellplätze? Ja, sieht so aus. Da ist ja noch dreimal frei. Fahrzeug, Förderbandwagen. Können wir doch eigentlich einen abgeben wieder, oder? Also wir kommen jetzt gerade nicht ins Plus. Hier können die Leute nicht hin, weil ja, da fehlt gerade eine Tür. Ist ja gut geklappt, ne? Und Türen können wir gerade nicht bauen wegen Geldmangel oder was? Ey, ist der Hammer, oder? Kriegen wir das mit dem Geld gerade hin? Wir sind hier in so einer Dauerschleife wahrscheinlich. 9000. Kriegen wir das hin? Nein, es werden mehr, 12.000. Warte mal, wir machen das erstmal so. Ich glaube, das geht, ne? Abreißen kostet nicht so viel Geld. Jetzt können die Leute ihre Pack abholen. Jetzt könnte auch das hier vielleicht aufhören. Hat jetzt nicht so einen Sinn gemacht, ne? Und die stehen draußen für den Bus an. Krass. Allerdings haben wir jetzt schon 21.000 miese. 25. Was haben die für ein Problem? Spaß und Hunger, okay. Der nächste Bus ist da. Das werden immer mehr miese. Anstatt weniger. Irgendwas kostet hier gerade viel Geld. Kann man das hier angucken, statistikmäßig? Ja. Betrieb kostet 2.700. Der Betrieb ist das teuerste. Ja, Fahrzeuge kosten auch Geld. Und Einnahmen sind jetzt hier nur Parkplatz. Und Parkgebühren. Boah, kannst du gar nicht alles wegklicken hier. Okay. Wir haben 50.000 Miese hier jetzt gerade. Irgendwas passt hier nicht so richtig. Hier sind große Flieger schon da. Was kann der? 27 und der? 32 sogar.
Geht das denn jetzt voran hier oder gar nicht? 50 Miese. Das ist schlecht, ne? So viel Geld haben wir jetzt gerade gar nicht. Vielleicht hätten wir da mal nicht so viele Sachen machen sollen mit Ausbauen hier. War wohl nicht die tollste Idee. Das Instandhalten kostet wahrscheinlich auch mehr, ne? Könnte sein, ne? Hier haben wir gar keine Einnahmen auch mehr. Alles abgelaufen. Da. Turner. Passt das? Wird wohl. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier noch einen Bereich. Quickstop. Ich glaube, das geht auch so, ne, oder? Raumwert 100. Passt auch. Nehmen wir. Und das? Da? Passt nicht. Lassen wir also. 73.000 sind aber miese angesagt hier. Und das wird dadurch auch gerade nicht besser, oder? Verkäufe sind aber welche da? 3. Und hier 70 sogar. Wow. Gerade erst aufgerufen und schon so viele Verkäufer. Das ist nicht schlecht. 6. 7. Keine. Gibt's da noch was? Nein. ...88 Verkäufe. Aber wir sind bei 70.000 hier noch. Auf was warten die denn da alle dann? Fliegen die nicht weg oder was? Ich glaube, wir müssen es mal so machen. Der fliegt jetzt weg. Da sind so viele Flugzeuge in der Luft, dass das nicht geht oder was? Jetzt machen wir auch Plus. Wenn wir immer Ja drücken, kommen die Flugzeuge nicht. Wenn die Flugzeuge nicht kommen, nehmen wir kein Geld ein. Ganz einfach. Das heißt, wir können da nicht warten. Weil wir sonst kein Geld machen. So, jetzt sieht's besser aus, oder? Da kommen auch zwei große Flieger, die jetzt ein bisschen mehr Geld bringen. Okay. Haben wir da nochmal Glück gehabt, oder? Dass wir da die Kurve kriegen, wenn wir das so machen. Ja, man kann halt im Fluggeschäft auch nicht warten, ne? Kommt auch wieder Geld rein. Wir sind auf jeden Fall bei 44.000. Von 70 runter auf 3, um 30.000 weniger, das ist schon mal gut. Ist zwar jetzt teuer noch, wie man sieht, aber ab und zu wird es ja dann auch grün wie jetzt gerade. Wird nicht gewartet. Wäre schön, wenn man das automatisieren könnte. Kann man wahrscheinlich auch, nur ich weiß nicht wo. Und so. Ah, wir haben nur noch 17.000 miese.
Geht also voran. Obwohl gerade 30, aber Tendenz wird besser. Da unten fliegen sie gerade weg. So, wir müssen mehr Geld haben, damit wir das freischalten können, aber das wird ja wohl werden, ne? Das ist ein Gepäckwagen, ne? Ja. Noch einer. Okay. Da wird getankt. 7000 Miese nur noch. Vielleicht kommen wir schon ins Plus. Was ist das für einer? Hunger, okay. Wir warten hier nicht mehr. Hier, die beiden müssten mal kommen, damit wir Geld kriegen, oder? Ist das denn hier alles so im Lot? Ja, eigentlich schon. Müssen wir hier die beschränkte Zeit mal rausholen, oder? Kann das sein? Aber hier sieht es auch gerade nicht so toll aus, wenn man hier so sieht, ne? Da könnte man mal jemand vernünftig arbeiten, oder? Hm. Ist jetzt Nacht. Alle sind weg. Bis auf diese, die sind gerade nach Hause gefahren. So. Und dann müssen wir das mit dem Scanner noch hinkriegen, ne? Die sind alle da unterwegs. Hier sind auch noch welche unterwegs. Hier sitzen ganz viele Leute. Was machen unsere Stuben hier? 61 Verkäufer. 66 Verkäufer und hier oben 114, okay. Naja. Wann kommen die großen Flieger wieder? Kommen überhaupt Flieger wieder? 3 Uhr, 4 Uhr. Wer ist denn hier unzufrieden? Fluggesellschaften, okay, wahrscheinlich, weil wir so viel Flüge storniert hatten bzw. verzögert haben. Da ist ein Flieger gekommen, großer. Okay, dann geht es mit dem Geld jetzt wieder ein bisschen voran, oder? Zuck, da gibt es die Taler. Und dann da auch. Dann gibt es hier unten Plus. Hier, die sind auch gekommen, da läuft es also auch. Geld beim Tanken eingenommen. Okay, es wird taghell. Das ist auch gut. Schaltentechnologie für den normalen Gepäckscanner frei. Ja, das müssen wir noch hinkriegen. Ein bisschen mehr Security schaffen, ne? Aber hier unten sind wir gerade nicht so im grünen Bereich. Aber jetzt kommt hier der Tankwagen noch. Bringt der richtig Geld? Nicht wirklich, oder? Ah, jetzt war es gerade grün, oder ist es gerade grün? Und jetzt müsste es noch grüner werden, weil wir da auch wieder Geld einnehmen beim Tanken, ne? Oh, jetzt ist gleich eine dicke Minus geworden. Nee, das machen wir nicht mehr. Jetzt steht der 11.000 plus. Jetzt sind wir das erste Mal im schwarzen Zahlen wieder gewesen. Aber es ist jetzt wieder rot. Aber es geht. Jetzt ist wieder schwarze Zahlen und jetzt sind sie auch mal ein bisschen höher. Jetzt kommen wir da richtig zu.
Na, jetzt sind wir wieder im roten Bereich. Na, jetzt kommen hier neue Gäste. Wird getankt. Nee, doch nicht. Ich dachte, der kommt hier runter, der fährt aber hoch, der Tankwagen. Wir sind aber momentan bei plus minus null so ungefähr, obwohl da gerade rote Zahlen stehen, aber es gibt ja auch wieder positive gleich. Jetzt sind wir beim Plus. Kommt der Tankwagen, jetzt gibt es noch ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich. Da schweben die Zahlen ja dann schneller hoch, 20.000 plus. Müssen wir gleich gucken, dass wir den Scanner kriegen, ne? Mhm. Ja. Ach, wenn sie einsteigen, gibt es auch nochmal Geld. Also läuft's. 26.000 geht. Pushback. Der kann abfliegen. Start- und Landegebühren gibt es jetzt wahrscheinlich noch. Kann man das irgendwo sehen? Ja, wahrscheinlich zu spät. Aber es ist auch schon gleich einer gekommen. Da gibt es das nächste Geld. Wir sind bei 36.000. Da waren 1.500 oder sowas, ne? Der wird auch schon abgefertigt. Während der weggeschoben wird, kommt schon der nächste, oder was? Ja. Jetzt läuft's. Jetzt haben wir gleich die 60 zusammen. Müssen aber noch ein bisschen warten, ne? So knapp bringt nichts. Haben wir jetzt. Wirtschaft. Amona Gepäckscanner freischalten. Ich weiß nicht, ob das da 60 sind. Wir haben aber nur 50. Warte, wenn 60 wäre, dann wird es nicht gehen. Es waren nur 50, alles klar. Haben wir jetzt gerade gekauft, ne? Knappes Plus haben wir noch. Scanner läuft. Da müssen wir gucken, dass wir die da irgendwo einbauen, ne? Ja. Sieht aber gerade gut aus mit dem Geld. Da geht wieder ein Flieger raus. Okay, wir machen Plus. Grün da unten. 12.000, gut. Jetzt müsste nur der Dingens mal kommen. Der Gepäckscanner. Okay, das dauert ein bisschen länger wohl. Haben wir denn hier genug Parkplätze? Obwohl, sieht so aus, da ist immer frei, was frei, ne? Okay, das dauert noch 2 Stunden. Geld geht gerade so. Und dann geht's voran. Wollen wir hoffen. Na dann. Der Winter kommt. In Benachrichtigung sortieren wir das, okay. Egal. Geld geht gerade noch so. Oh, hier ist jetzt schon auch der zweite orange geworden. Was ist das? Allgemeine Luftfahrtzufriedenheit. Okay. Okay, den Scanner haben wir. Jetzt baue einen sicheren Gepäck. Ein sicheres Gepäckband. Ich baue einen einfachen Gepäckband-Scanner. den gibt es hier. Und Gepäckverladestation. Vernichter, Gepäckscanner. Wo muss der hin? Irgendwo da, wo das ist, ne? Ist das hier?
Warte mal, da müssen wir mal gerade runtergehen. Ja, da müssen wir was ändern. Den können wir ja mal drehen. Ach, die Bösen werden nach oben ausgeworfen dann. Wenn wir das jetzt so machen. Warte mal, gehen wir einen höher wieder. Doch, das würde hier funktionieren. Da so hinbauen. Oder da? Ne, da. Hier Bereich ist da, da ist eine Treppe. Das ist aber nicht so schlimm, das können wir dann da hinkriegen. Würde ich so machen. Müssen wir das Band zwar ein bisschen umbauen, kriegen wir aber auch hin. Nicht genug Geld, wie viel kostet das Ding? 15, okay. Ist ja nicht weit weg. Ne, da ist dann schon gut, oder? Dann machen wir dahin, wenn. Ich glaube, die Autos fahren ja da sowieso nicht lang. Wir müssen nur die 15.000 mal zusammenkriegen. Müssen wir gerade abwarten. Wird aber gerade weniger. Ist schlecht. Wir können aber schon mal da die Wand wegreißen, weil da muss ja irgendwie was durch mit dem Band da, ne? So, ne? Jetzt drehen wir den. Und dann läuft's gleich. So, da war gerade ein Flieger gekommen, sollte also funktionieren. Dass wir wieder Geld kriegen, ne? 5 Uhr morgens. Nicht genug Geld. Jetzt kommen die ganzen Sachen da auch rein. Da ist jetzt ein Auto und der dreht da an der Stelle und fährt ja auch dann da zurück, oder? Ja. Und da links war es genauso gerade. So, jetzt ist Geld plus. Aber jetzt gerade wieder minus. Na los. Braucht die 15.000 dafür. So, jetzt geht's. So, dann brauchen wir Rolltreppe nach unten. Ist da, wenn es denn dann gehen würde, müssen wir da gerade was machen. Die Flieger sonst stehen wieder. Nach unten wäre da. Und nach oben ist da, drehen, passt. Sollen wir wieder auf Geld warten? Mal drehen. Was kostet so ein Ding? Keine Ahnung. Wird ja wohl jetzt gleich mal plus sein. Weißt du, so teuer ist das? Kosten so ein Teil. Baukosten 100. Dann gibt es da ein anderes Problem oder was? Dann gehen wir dahin. Und den müssen wir dahin bauen dann. Alles klar. Und der weg. Und da muss das Rollband hin. Und den haben wir falsch gebaut, ne? Der muss da nochmal weg. Der muss da andersrum hin. Rolltreppe nach oben. Wir haben gerade kein Geld. Okay. Ah, da ist wieder. Rolltreppe nach unten, nein, nach oben.
Komm schon. Oh, 11.000 Miese gerade. Da wird gerade geliefert. Den wegmachen. Nee, den. Und wir brauchen immer gerade ein bisschen Geld, ne? Können uns gerade keine Verzögerung hier leisten. Jetzt ist das Geld da. Dahin. Und dahin, ne? Ja. Und dann können wir gleich wegreißen, wenn das gebaut ist. So, das ist gebaut, dann könnte das alles weg. Und dann müssen wir nach oben. Und jetzt da noch irgendwo was hin. Da müssen wir vielleicht schauen, was ist das? So ist das. Und da muss noch diese Zerstörermaschine dahin, alles klar. Wo ist das? Da. So. Wir müssen mal gerade vielleicht diesen Security-Bereich hier noch machen. Ich weiß aber nicht, ob das nötig war, aber wir machen es mal einfach. Und hier muss noch ein Rollband hin, was da ist. Und das muss so. So sollte es funktionieren, oder? Ich weiß nicht, was das hier ist, aber da steht einer, ne? So, jetzt passt das. Okay, der macht das Rollband, das ist schon mal super. Und jetzt funktioniert das. Jetzt müssen wir 50 Gepäckstücke noch scannen. Läuft, oder? Ich weiß nur nicht, ob da unten was läuft. Und nächste Frage ist, ob das die richtige Richtung war. Ja, aber doch, das soll ja in die Flugzeuge kontrolliert werden, ne? Ne, wir machen so. Und? Läuft hier was über die Bänder? Das sieht gut aus alles, ne? Hier ist gerade kein Schalter besetzt, deswegen kommt da auch nichts. Keine Flugzeuge unterwegs, oder wie sehe ich das dann? Weil wir haben mitten in der Nacht, alles klar. Wir müssen es erst wieder 4 Uhr werden lassen, bevor hier was passiert. Hier 165 Verkäufer, 195 und hier 220. Okay, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die hier so aufholen. Gibt es hier einen neuen Vertrag, der was bringt? Nein. Da kommen Fahrgäste an, Fluggäste an, kann das sein. Aber hier müssen erstmal die Schalter, die Check-in-Schalter oder was? Nee, nicht Check-in. Wie heißen sie? Keine Ahnung. Sehen wir jetzt? Doch, Check-in-Schalter. Das andere war ein Boarding-Schalter, ne? Genau. Jetzt kommen die ersten Leute. Jetzt müssen sich da welche hinsetzen und das Check-in dann machen. Und dann kommen die da auch hin. So, hier ist was passiert. Schalter ist besetzt worden. So, jetzt kommen da auch Pakete. Genau, jetzt müsste hier auch was passieren und hier müsste man vielleicht sehen, oder? Ja, die flitzen da durch. Alles ist gut. Grünes Lämpchen leuchtet. Leider sieht man nicht, wie viel da gemacht sind. Ja, irgendwann ist das gleich weg.
Wie sieht's mit dem Geld aus? 17.000, aber insgesamt sind wir im Minus. Flughafen wirft gerade nichts ab. Kommt aber gleich. Hier können wir gerade noch das machen. Haben wir immer noch 11.000. So. Kann auch nicht sehen, wie viel man geschafft hat oder nicht, ne? Aber sie blitzen da ja rein, ne? Ja. Keine Ahnung, wie wir das sind. Da ist ein Flieger auf jeden Fall gekommen. Ja, 50 Gepäckstücke. Müsste mal irgendwann was werden, ne? Hier läuft's. Überall. Hier werden ja wohl jetzt noch ein paar Leute sein, oder? Ja, da war ein Koffer. Ach so, keine Leute. Da ist noch einer am Schalter. Ah, jetzt kommen hier ein paar Gepäckstücke wieder. Kriegen wir 50 Leute dann da noch hin? Na, die 50 Gepäckstücke hätte ich gerne jetzt mal gehabt. 218 Verkäufe, 173, 247, okay. Wie lange ist denn der aktiv noch hier? 6 Tage, okay, das könnte ja sogar werden, dass wir da einen Bonus nachher kriegen. Hier sitzt einer am Schalter. Sonst nirgendwo, aber da passiert jetzt gerade was. Da kommen jetzt die 50 Gepäckstücke, ey. Kriegen wir das noch hin? Aha. Wir haben keine fertigen Dinge mehr in die Flugzeuge und die Behörden sind auch zufrieden. Die kann es jetzt mit Clipschalen experimentieren, die das Gepäck je nach Einstellung unterschiedlich weiterleiten. Sie können für den Bau von Gepäcksystemen benutzt werden, bei denen das Gepäck zwischen verschiedenen Gepäckanfertigungen und Gepäckausgaben hin und her geschickt werden. Schalte die Sortierbandtechnologie frei. Okay. Ja. Sortiertechnik hatten wir hier auch. Kann ich mir nicht leisten. Kostet wahrscheinlich auch so richtig viel Geld. 50, keine Ahnung, könnte sein. Läuft aber da unten gerade. Mit 35, ja. Ja. Sieht so aus, als ob wir das nicht mehr in dieser Folge schaffen. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde drüber. Und da oben können wir erstmal die sperren. Müssen wir mal gucken. Ah, jetzt wird es gerade grün. Jetzt kommt das Geld rein. Hier unten ist auch kein Flieger. Wie spät ist es? 14 Uhr. Also sollte eigentlich noch was passieren. Ah, da kommt auch einer gerade rein. Jetzt haben wir gerade die 50 geschafft. Und dann gucken wir, dass wir das freischalten. Das ist 50 gewesen, okay. Das läuft. 5 Stunden braucht das. Lieferzeit 5 Stunden. Okay, das dauert noch eine Weile. Das da oben ausklicken. Ja, sortieren dann, das ist die Frage. Was willst du da noch machen? 27, Geld läuft. Schalte die Technologie frei, ja. Jetzt sind wir gerade hier im Minus. Hier läuft es aber soweit. Wie sieht es hier aus? 250, 187 und 266, und das ist das
Ne, 187 waren 250 und das waren 266. Okay, die haben immer noch das meiste hier. Vielleicht kriegt man ja einen Bonus rein. Das ist immer noch das gleiche. Das brauchen wir nicht. Haben wir schnell da reingeguckt, wie weit das ist. Ah ja, noch ein paar Minuten, eine Stunde. Und keine Ahnung, wie viele Minuten. Mhm. 0 Stunden, 38, 37, 36, das haben wir dann gleich und dann kommt nur noch ein Schritt und dann ist das Tutorial beendet. Aber ne, Tutorial 3 und das sind 6 von 7 Sachen. Ist die Frage, ob es noch mehr gibt, ne? Aha. So. Jetzt haben wir was freigeschaltet. Bau ein komplexes Gepäckbandsystem, bau ein Sortierband. Soll ich ein Sortierband bauen? Gepäckscanner. Ah, hier ist jetzt das Sortierband. Hochgeschwindigkeitsgepäckband, alles klar. Aber ich muss, glaube ich, erstmal so einen haben, wenn. Aber ich weiß gar nicht, wo ich das bauen soll, ne? Also wo das Sinn macht, ne? Klicke mit der rechten Maustaste auf die Kippschale, um ihre Richtungseinstellung zu ändern. Aha. Wo ist denn das hingebaut, das ist die Frage hier bei dem. Bau ein Sortierband, ja, was bringt mir das, ne? Nicht so wirklich was, oder? Wir bauen das mal unten hier einfach hin, oder? Bauen wir das Sortierband und danach kann man dann so ein Band noch bauen. Zip, zip, zip. Leite 50 Gepäckstücke um. Super, oder? Vorwärts, links. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist und was es tut. Irgendwie ist das jetzt hier ganz komisch geworden. Ich glaube, da können wir was wegreißen, weil das funktioniert ja hier jetzt nicht mehr. Weil das da auch der Einlass ist, ne? Machen wir so und so. Dann bauen wir da dieses Band nochmal hin. Ich weiß nicht, wie rum das läuft. Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen noch einen weg besser. Und bauen das dann da hin. So und... Und dann brauchen wir das. Ne, dann machen wir so, so. Und so, so. So, so und so. Und das kommt von da. Und das kommt von da.
Da müssen wir ein paar ausmachen. Gepäckstück entfernen. Gepäckstück entfernen. Geht das? Ist weg. Und jetzt weiß ich nicht, wie sich das hier dreht. Das geht auf jeden Fall in die Kiste rein und sortiert und das ist dann erstmal gut. Mehr will das Ding ja nicht, oder? Aha. Kann ich aber nicht sehen. Okay. Das ist jetzt die Sortierung. Von den ankommenden Flugzeugen. Alles klar, haben wir das. Jetzt sind wir schon bei 41 Minuten. Es kommen aber gerade keine Pakete hier an. Oder Päckchen oder... Bräuchten wir ein paar Hausmeister oder sowas. Reinigungskräfte. Geld läuft. Personal. Bewerber. Hausmeister. Anstellen. Fluggastbetreuer. Dann machen wir auch noch mal einen mehr. Fluggastbetreuer, Einkaufsleiter, Ramp Agent, Sicherheitsbeamter und Haustechniker. Die ist doch gut. Und Strategievorstand, alles klar. Dann haben wir das auch ein paar mehr. Zahlen sind gut. Hier ist auch schon sauber gemacht worden. Keine Ahnung wer, aber es hat wer gemacht. Jetzt ist hier noch die Frage, wann das fertig ist. Was denn hier weiter? So, da haben wir das geschafft. Toller interner Flughafen. Du bist fast fertig. Es gibt nur noch ein Thema, über das du lernen musst. Außen positionieren, um den Platz auf deinem Flughafen so gut wie möglich zu nutzen, kannst du die Parkpositionen bauen, die nicht mit deinem Terminal verbunden sind. Sie funktionieren genauso wie Positionen direkt am Terminal sind. Einige zusätzliche Schritte nötig, um sie in Betrieb zu nehmen. Außenpositionen können überall auf dem Flughafengelände platziert werden. Denke daran aber, dass Passagiere mehr Zeit benötigen, um sie zu gelangen. Okay, alles klar. Das bedeutet, das ist jetzt kleiner zu machen und dann brauchen wir hier wieder die Bushaltestelle und das machen wir dann doch noch in einem weiteren Tutorial im nächsten Mal. Dann haben wir das wahrscheinlich geschafft. Jo, gut, okay, dann würde ich sagen, soll das erstmal soweit gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Jo, Kommentare schreibt rein, was wir besser machen können, ist immer gefragt. Und ja, wir machen dann nächstes Mal hier irgendwo noch so ein Dings ohne Terminal und machen so eine Parkposition und sowas, was die da dann verlangen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.